So, ein neuer Morgen und wir machen uns jetzt auf den Weg. Morgen! Auf dem Weg zu dem Typen, der hier die Steine verkauft und von dem wir die Dichtmasse bekommen. Ich glaube, das war hier... Oh, ich habe die Tür vergessen zuzumachen, ne? Naja, gut, egal. Das sei euch hier runter. Und das war derjenige, der uns die Dichtmasse auch hätte verkaufen können. Oder dem wir eben das Passwort zu den Wurzeln Geheimclub geben können. Hier hinten ist er. Und wir haben ja jetzt... Ist zu früh, wa? Der ist noch nicht da. Hallo? Der ist noch nicht da. Okay. Gut, dann müssen wir noch ein bisschen warten. Wir hoffen, dass er jetzt gleich bald auftauchen wird, dass wir schön viel von dem Tag noch haben. Auf jeden Fall können wir dem dann das Passwort geben, dass der da Zutritt bekommt. Und dafür will er uns die Dichtmasse geben. Und wenn wir uns mal angucken, ein exklusiver Club, das ist das, wo wir jetzt gerade dran sind, ne? Ich habe das Amulett gefunden und das Kennwort erhalten, um das Traumland der Wurzeln zu betreten. Traumland ist das Passwort. Man befindet den Club, wenn man den Tunnel unter Erde folgt, der beim Bootsrand in Nava beginnt. Es gibt einen Steg, der direkt zum Eingang führt. Das wissen wir, wo das ist. Und genau, was haben wir noch? Der Architekt von Lindo, da hatten wir ja eigentlich das Geheimnis von dem einsamen Turm gelüftet und da allerdings konnte ich den noch nicht antreffen, dem Architekten, der in dem Turm lebt. Ich habe herausgefunden, dass Azad sich im bislang verlassen geglaubten Turm versteckt hat. Ingolf denkt, dass ich mit ihm reden sollte. Ja, das habe ich auch noch nicht so richtig gemacht. Und hier, die Dichtmasse. Wenn ich für Osha heißt, der Typ, das Kennwort beschaffe, kann er mit dem, mit dem er zu den Wurzeln kommt, gibt er mir Dichtmasse. Genau, und das will ich jetzt eigentlich haben. So, mal gucken. Ist er denn da? Er ist da. Wunderbar, dann können wir das machen. Grüß dich. Life is good here in Nava. Ein Schimmerstein-Typ. Wegen der Dichtmasse. Would you like to buy some sealant? It'll be 500 glowstones. Ich habe das Kennwort für die Wurzeln. Okay. Well, smack me in the bloom sack and call me a teacup. Better than the glowstones, if you ask me. Much obliged. Here you go. 5 Dichtmasse. Perfekt. Na, es ging schon verkaufen. Aber gib mir immer nur ein Schimmerstein, ne? Wie sieht es überhaupt bei mir? Warte mal, wie sieht's denn im, aus? Ich habe 96 Schimmersteine. So, okay, dann würde ich jetzt Folgendes machen. Er hat uns jetzt die Dichtmasse gegeben. Dann würde ich gerne mal gucken, zum einen, dass wir selber oder dass ich selber dorthin gehe zu den Wurzeln und dort einfach mal die besuche. Mal gucken, ob ich dann über... Hallo. Okay, über die Art und Weise irgendwie weiterkomme. Und dann würde ich danach gucken wollen, ob wir uns schon den Mantel leisten können. Den wir ja kaufen können. Den wir ja für die Klippen brauchen, ne? Oder eben empfohlen wird. Also wenn wir uns bei den Klippen aufmachen wollen. Dann wird er empfohlen, dass wir ein Zelt und... sieht immer schön aus. Und der Ballon da hinten, ne? Ich komme jetzt vom eins am anderen Thema. Mit dem Ballon weiß ich nicht, wie ich da in der Quest weiterkomme bislang. Aber ich hoffe, dass wir durch eine andere Aufgabenerfüllung dahinter kommen, wie wir mit dem Ballon weiterkommen. Was ich auf jeden Fall sagen wollte, ist, dass wir... für die den Mantel brauchen und ein Zelt. Und dann könnten wir uns vielleicht auch dahin aufmachen und schauen, ob wir da
wie wir da weiterkommen. Mal gucken. So, aber eins nach dem anderen. Wir gehen jetzt erst einmal zu den Wurzeln. Und gucken uns mal an, was uns da drin erwartet. What's the password? Ich weiß nicht, ist mir egal. Traumland. Come on in then. Ein exklusiver Club betreten. Hallo, dankeschön. Okay, mal gucken, was uns hier Schönes erwartet. Okay. Toll sieht es hier aus. Sehr schön. Den übrigen Tee einlagern. Grüß dich. Wir können hier auch so ein... Oh, wir können hier mit... Oh, schön. Wir können damit... Wir fahren. Haben wir hier Schönes? Blautraumtee erhalten. Nochmal. Er erhalte Silbertraumtee. Hallo, grüß dich. Welcome, friend. We haven't seen you here before. Das ist richtig, ich bin zum ersten Mal hier. We're a very old community of people with a passion for exploration of the mind. Our practices have been dying out due to criticism from other religions. Tja, ist leider öfter so, ne? The roots believed that dream teas were given to us by the goddesses as a way to visit the other worlds they've created. Und so etwas glaubt ihr? Wie funktioniert Traumtees? The chemicals in these teas affect the way you dream, letting you visit places that may not exist in our world. Would you like to select a tea? Ja. Each blend has its own properties with different effects. Please, select a tea and step into a boat to enjoy an exciting dream. Mm-hmm. We only ask that you do not leave with the teas in your possession. This is the best place to use them. Okay, verstehe ich. Okay. Sleep well. Dankeschön. Kannst du mir noch was über die Chefs sagen? The Chefs insist that the dream teas should be sacrificed to TM, their goddess. They grow the teas, care for them, then leave the plants to waste. That's fine for them. But now they want to confiscate all of our tea too. Verstehe. Okay. Kann man da noch erzählen? Nichts weiter. Okay, dankeschön und bis dann. Farewell. So, das heißt, wir können... Wir haben einen Tee. Und können jetzt... uns einen Tee aussuchen. Den Blautraumtee. Auf einem nicht so erholsamen Schlaf. Oder was haben wir noch? Wir haben noch einen anderen Tee gerade gefunden, ne? Silbertraumtee. Ah, Zeit für ein aufregendes Nickerchen. Okay, was wollen wir machen? Ich nehme, glaube ich, einen Blumentraumtee. Mal gucken, was passiert. Da ist der Ballon... Wir sind mehrere Ballons. Wir sind jetzt im Traum. Wir können Orte besuchen, die man sonst nicht besuchen kann. Das muss doch Informationen geben. Okay, ich kann springen. Wow, ist das schön. Lassen wir mal den Traum auf uns wirken.
das eine heiße Quelle? Aber hier. Benutzen. Okay. Was muss ich die Axt benutzen? Will ich überhaupt die Axt benutzen? Ich weiß gar nicht, ob ich den Baum hier fällen möchte. Eigentlich nicht, ihr Lieben. Ich will den eigentlich gar nicht fällen. Aber wozu finde ich sonst hier eine Axt? Was kann ich sonst hier noch Schönes machen? Ich hoffe, dass ich hier Inspiration bekomme. Ich gehe nochmal zurück. Zu dem Anfang. Wobei ja, wenn wir jetzt sozusagen diese Träume erfahren, dann wird ja wahrscheinlich meine Inspiration jetzt, also wahrscheinlich nicht hochgehen, sondern vielleicht sogar eher runtergehen. Weil das ja, man ja eigentlich nicht wirklich schläft, ne? Hier kann ich nichts machen. Dann haben ja wohl diese Träume einen ja wohl doch ganz schön beschäftigen bzw. ermüden lassen, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Wir werden uns überraschen lassen. Und wir werden es herausfinden gemeinsam. Also ich kann jetzt erst einmal nicht großartig was machen. Dann gehen wir mal zu dem Baum, der vor uns ist. Das bietet sich im Endeffekt tatsächlich in der Kombination an. Die Axt und ein einzelstehender Baum hier. Was ich damit der dem Gef... Huch, nein, 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 nein. Okay, so werde ich aus dem... So komme ich wieder aus dem Traum heraus. Aber das gibt mir Inspiration tatsächlich. Okay. Das ist gut. Wie viel... ich steig mal kurz aus. Habe ich hier noch einen? Lommentraumtrain, ich kann noch mal. Ich muss mal versuchen... Ich gehe noch mal da in den Traum rein. Weil mich interessiert... Was ist, wenn ich die Vase verwende und den Baum gar nicht fälle? Mal gucken, ob ich da zu dem gleichen Ort komme. Und dann müssen wir den anderen eh noch ausprobieren, auf jeden Fall. Okay, wir kommen an dem gleichen Ort nochmal an. Wunderbar. Und hat das irgendwie einen Einfluss darauf, was ich benutze? Ist diese Entscheidung irgendwie eine Relevanz? Den Rest des Spiels oder so? Ich glaube ja nicht, ne? Aber... Wir haben hier zwei Möglichkeiten, ne? Ich weiß gar nicht, ob da jetzt Wasser drin ist. Wir benutzen die Vase mal bei dem Baum. Anstatt den zu fällen, das hätte ich als erstes machen sollen. Ja. Okay, der Baum wächst. Farewell. Okay, abgefangen. Das neue Inspiration, noch mehr Inspiration. Schön. Wir können ja mal hier mal ein bisschen noch
bisschen rausfahren. Och, ich bin noch gar nicht drin. So. Jetzt bin ich im Boot. Fahren wir mal hier ein bisschen raus. So. Und nehmen hier noch unseren anderen Tee, den wir haben. Den Silbertraumtee. Wir geben uns jetzt hier voll die Breitseite mit Tees. Oh, schön. Okay. Oh mein Gott! Ist das geil, ich kann hochspringen. Juhu! Boah, ist das schön. Oh mein. Boah, cool. Schön. So, und wo geht's hier hin? Wow. Und jetzt mit Anlauf über den Wasserfallrand springen. Oh mein! Wow! Wow! Ein Falltraum. Cool. Okay. Schön. Sehr, sehr schön. Okay, dann steigen wir hier mal aus. Ich mache das einfach mal. Ich glaube, ich habe zwar keine Tees über, aber ich mache das sicherheitshalber. Okay, dann haben wir jetzt hier auch die Wurzeln besucht. Also den elitären Club der Wurzeln. Es gibt ja noch die Möglichkeit, ich hoffe jedenfalls, dass wir jetzt irgendwie ja die Streitigkeit zwischen den Chess und den Wurzeln auch irgendwie dafür Sorge tragen können, dass der beiseite gelegt wird. Aber da weiß ich auch noch nicht genau wie. Wir können mal kurz gucken. Ein exklusiver Club haben wir anscheinend erledigt. Genau. Okay. Mhm. Der Luftballon. Nördlich von Nava habe ich jemanden getroffen, der einen merkwürdigen fliegenden Apparat entwickelt. Sie wünscht sich, damit Passagiere zu befördern, aber sie hat Schwierigkeiten, ihre Erfindung angemessen zu beschreiben und die Leute davon zu überzeugen, sie sich anzuschauen. Ja, und wir haben ja irgendwie gesagt, der Name ist gut und ich weiß nicht, ob ich es dadurch versaut habe, aber ich glaube eigentlich nicht, dass man in dem Spiel da tschüss, bis zum nächsten Mal wirklich was irgendwie nicht zu Ende bringen kann. Okay, wir haben es beachten, nicht, dass über uns Hühner schweben. Gut, so. Dann haben wir uns das auch angeguckt. Haben wir ein bisschen geschlafen und geträumt und spacige Sachen gesehen. Und jetzt guck ich mal, habe ich gesagt, wollte ich als nächstes schauen, ob ich mir die Jacke leisten kann. Das würde mich jetzt mal interessieren. Und dann könnte man nämlich sich überlegen, ob man zu, wie heißen die, den Tiffmoor-Klippen mal geht. Das wäre eine Option. Oder ob man erst einmal sagt, wir machen das mit der Dichtmasse. Das wäre vielleicht sogar die etwas kürzere Variante. Also, ne, also die, das zu erledigen sollte schneller gehen, glaube ich. Gut. Nichtsdestotrotz, wir gehen jetzt zum Markt. Der war hier hinten.
und schauen mal, ob wir die Jargons leisten können. Hallo! Wir können aber auch erstmal natürlich mal gucken, ob ich Bilder zum Abgeben habe. Oder neue annehmen kann. Welcome back. We've got plenty more patrons interested in your work. Wunderbar. Aufträge abgeben. Eine kleine Steinbrücke abgeben. It's a solid composition. Mhm, danke schön, danke. Welcome back. We've got plenty more patrons interested in your work. Welcome back. We've got plenty more patrons interested in your work. Ja, lass uns doch mal gucken, was es für neue Aufträge gibt. So. Wir haben noch eine Windmühle. Ich kenne diese Apparate nur aus Zeichnungen, aber ich liebe sie. Eines Tages werde ich ins Tiffmoor wandern, um eine echte Windmühle zu sehen. Ah, das würde sich ja mit dem Tiffmoor Klippen anbieten, wenn anscheinend im Tiffmoor auch Windmühlen gibt, dass wir dieses zeichnen können. Ne, warte, wie viele Leinwände haben wir denn? Wir haben zwei gemalte Bilder, die eigentlich sehr schön sind. Wir können uns keine Leinwand bauen. Ach, hier sind die Aufträge drin. Links wird die angezeigt, sehe ich jetzt erst gerade. Okay. Gut. Dann können wir ja mal... Was kostet eine Leinwand? Oh Mann, wir gucken uns das an, was eine Leinwand kostet, nachdem wir geschaut haben, was die Jacke kostet. So will man das machen. So, die Schneiderin... Warst du gewesen, richtig? Taschen. Well, well, well. Ja. Your clothes are looking a little scrappy. Bet you're just about to freeze to death come nightfall. If you're ever looking to upgrade your attire, I'm sure I have just the thing. Ja, dann lass uns doch mal bitte die Ware angucken. 80, ich hab 111. Der Mantel sieht gemütlich genug aus, um mich nachts warm zu halten. Das ist alles. Kaufen wir's. Dann haben wir den Mantel auch. Wir haben den Mantel, wir haben den Teekessel. Das heißt, wir können uns jederzeit Tee zubereiten. Wir könnten uns auch gucken, ob wir uns überlegen, ob wir ein Fahrrad uns holen und damit rumschippern. Weiß ich aber nicht. Ich würde lieber tatsächlich laufen. Und ich würde wahrscheinlich auch gar nicht Gebrauch machen von diesem speziellen Tee, der uns zu bereits gereisten Orten hinbringen kann, sondern ich würde das wahrscheinlich so erstmal behalten, das beibehalten wollen, dass wir laufen. Welcome back. We've got plenty more patrons interested in your work. Na, dann zeig mir doch mal bitte, was wir nochmal. Die Leinwand kostet 5. Wir kaufen uns mal 4 Leinwände. So. 4 Leinwände haben wir. Und wir haben, zu spät, 12.26 Uhr. Okay. Dann würde ich jetzt vorschlagen, machen wir uns auf die andere Seite, gehen rüber und gucken mal, ich habe den Namen leider vergessen, aber der auf dem Floß sitzt, ob der Dichtmasse braucht. Oder ob wir selber dann dort einmal noch Materialien sammeln, um ein Floß zu bauen und dann mal mit dem Floß zu fahren. Bevor wir uns dann übernächsten Schritt dann sozusagen nach zu den Tiffmoor-Klippen aufmachen würden. Dafür müssen wir aber auch noch Materialien sammeln, weil wenn wir mal gucken, was wir so... wir kurz bauen können. Ne, wo ist denn das Baumenü hier, ne? Genau. Quatsch. Nein. Ich weiß gerade nicht, wo das Baumenü ist. Wo war denn das Baumenü? Es ist ein bisschen her, dass ich gespielt habe. Ah ja, hier. Ausrüstung. Hier ist das Baumenü. Da. Wir Feuerstelle Zelt bräuchten wir nämlich auch noch Stoff. Schnur. Für die Schnur brauchen wir Wurzeln.
Also Schnur habe ich wenigstens einmal machen können. Aber genau, hier für den Floß brauchen wir auch Schnur. Weißen Blütebeutel haben wir genug. Stöcke haben wir genug. Dichtmasse haben wir. Aber Schnur müssen wir. Also wir müssen Wurzeln sammeln. Um das Floß zu bauen. Was steht denn da Schönes? Auch wenn ein Fluss langsam ist und nur durchs seichte Gewässer gesteuert werden kann, so handhabt es sich doch besser als andere Wassergefährte, wenn man stromaufwärts fahren will. Genau. Okay, super. Also, Stöcker sammeln. Guck mal, unser Freund unten am Uferseite selber Dichtmasse braucht oder ob er sozusagen nur darauf wartet, dass wir das Floß zusammenbauen und dann mit ihm gemeinsam eine Floßfahrt zu machen. Das werden wir uns jetzt alles in Ruhe angucken.